Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Ich baue wieder direkt dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, hinter unserem ersten Gehege mit den Triceratopsen. Und wir gehen jetzt erstmal auf die rechte Seite von dort aus. Da zeichne ich natürlich jetzt erstmal wieder so ein bisschen die Wege ein für die Besucher. Mache hier auch direkt nach links nochmal so eine Abzweigung mit einer anderen Wegfarbe. Und dort kommt dann eine Seilbahn hin oder eine Zipline. Dann noch eine Toilette. Und einige Besucherläden dürfen natürlich auch nicht fehlen. In verschiedenen Größen. Und die habe ich dann auch angepasst. Diesen Look der Besucherläden habe ich dann auch im ganzen Park beibehalten. Die Farbe hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Das war, glaube ich, die Standardfarbe, die dort eingestellt war. So ein ja, helles Grün, würde ich sagen. Finde ich eigentlich ganz passend. Ich habe dann auch wieder diese gelben Bäume als Deko benutzt. Die habe ich ja auch schon öfter im Park jetzt verwendet. Und die Wegflächen habe ich dann schön ausgefüllt, auch wieder mit der helleren Farbe. Dort die Übergänge auch ein bisschen schöner gemacht. Und auf der anderen Seite noch weitere Besucherläden. Ja, auch wieder das gleiche Spiel, nur dass der Eingang halt immer ein bisschen an einer anderen Position war. Und auch die Wege habe ich dann hier wieder ein bisschen ausgefüllt und die Übergänge ein bisschen schöner gemacht. So kann man nämlich dann auch straight in den Eingang laufen, der halt so schräg bei dem Laden ist. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Und hier vorne in den Wald kommt dann unsere erste Hotelanlage. Da habe ich so zwei Hotels ineinander platziert, ein großes und ein kleines. Und dann gab es bei den Deko-Objekten noch so einen coolen Pool. Den musste ich dann aber erstmal richtig anpassen von dem ganzen Terrain. Noch sieht man da nämlich kein Wasser. Jetzt senke ich das Ganze ab. Und dann kommt auch das wunderschöne Wasser zum Vorschein. Drumherum habe ich dann Wege eingezeichnet. Da sollte auch dann eine größere Wegfläche hin für die Hotelbesucher sozusagen. Und als die Wege fertig waren, habe ich dann nochmal versucht, das Ganze ein bisschen sauberer überzuglätten. Dann den Pool nochmal angehoben und dann sah es eigentlich einigermaßen okay aus. War nicht ganz perfekt, aber ich war damit zufrieden soweit. Um das Hotel herum habe ich dann auch noch einige Deko-Objekte platziert, Mülleimer, Bänke. Und es gibt auch solche Sonnenliegen, die sind natürlich sehr passend dann für den Pool. Die habe ich da einmal so ein bisschen drumherum platziert. Die können sich dann die Besucher auch schön früh morgens reservieren mit den Handtüchern. Ein paar Sonnenschirme dürften natürlich auch nicht fehlen. Getränkeautomaten. Was es da nicht alles gibt mittlerweile. Und um diese Hotelanlage herum habe ich dann auch einmal von dem T-Rex Kingdom diese Wände platziert. Mit denen kann man auch ganz gut arbeiten, weil die relativ schmal sind. Die habe ich dann einmal komplett drumherum gemacht. Dann das Ganze als Gruppe markiert und abgesenkt. War dann sozusagen nur so eine kleine Abgrenzung, so ein kleiner Zaun. Und drumherum kamen dann auch noch einige Laternen, damit das nachts auch ein bisschen beleuchtet ist. Und noch ein paar weitere Sitzmöglichkeiten und auch Sonnenliegen. Die habe ich eigentlich random überall hin platziert. Dazu mal passend Schirme. Dann noch ein paar Mülleimer. Und dann sah das Ganze eigentlich schon sehr einladend aus für die Besucher. Musste natürlich jetzt noch verbunden werden mit dem Weg. Und am Ende von dieser ganzen Wegstraße da habe ich dann eine Tour geplant. Da endet dann auch der Weg an dieser Stelle. Und an diesem Wegplatz, der dann an der Kreuzung sozusagen entstanden ist, habe ich dann ein Besucherzentrum gebaut. Da gibt es ja auch dieses Besucherzentrum im Jurassic Park Style mit dem braunen Dach. Das fand ich dort sehr passend. Und da das Gebäude auf der Rückseite auch noch einen Ausgang hat, habe ich dann nochmal eine kleine Wegfläche gebaut. Auch wieder in der helleren Wegfarbe. Ganze wieder schön übergeglättet und dann schon mal die Strecke so ein bisschen geplant, damit ich dort das Terrain anpassen kann, weil ich wollte dort jetzt einen Übergang erstellen
der sozusagen in das erste Gehege von der Tour führt. Das wird jetzt auch das erste Gehege, was so richtig zu dem Park passt. Nämlich ein großes, freies Gehege, was kaum Zäune hat, wo die Dinosaurier sozusagen frei rumlaufen. Und statt den Zäunen habe ich mich dann hier dazu entschieden, die Klippen schön hier noch weiterzuführen von dem Berg. Ist halt immer alles ein bisschen schöner, wenn das eine natürliche Barriere ist und kein Beton- oder Stahlzaun. Jetzt kann man, glaube ich, schon ganz gut erkennen, wie sich dann die Strecke dort da durchschlängeln wird. Sieht auch jetzt schon relativ natürlich aus, wird natürlich auch nicht schlecht. Wird auf jeden Fall noch ein bisschen schöner werden, wenn ich dann da ein bisschen Büsche und sowas drauf mache auf die Klippen. Und hier auf der Seite habe ich dann schon mal einen Zaun geplant. Der ist dann für ein späteres Gehege, was wir nicht in dieser Folge bauen werden. Aber ich habe den Zaun halt geplant, weil ich von dieser Seite halt auch nochmal einen Beobachtungsspot für die Besucher machen wollte mit zwei Türmen. Das Ganze habe ich dann auch wieder mit dem Hauptweg connected. Mache ich zumindest gleich. Einmal schön hier mit so einer Kurve. Dann das Ganze nochmal ein bisschen schöner gemacht. Und hier die Wegfläche. Die habe ich dann auch nochmal korrigiert. Die ist dann nochmal ein bisschen anders von der Form geworden und ein bisschen größer. Und in die Mitte habe ich dann auch nochmal einen Kreis eingezeichnet mit der helleren Farbe. Auf die Seite, die noch frei war, habe ich dann mal einen Ranger, wie heißen die, eine Ranger-Station? Eine Ranger-Station gebaut. Durfte natürlich im Park auch nicht fehlen, damit die Ranger in Notfällen auch mal einschreiten können. Auch hier habe ich wieder ein bisschen die helle Wegfarbe mit eingebracht. Und dann war hier noch ein freier Spot. Dort ist dann der erste Schutzbunker angekommen. Ist ja immer ganz passend bei Hotel- und Besuchanlagen, damit die Besucher im Notfall dann schnell in den Bunker flüchten können. Da ich den Standardbunker ein bisschen langweilig fand, habe ich den hier noch ein bisschen erweitert mit zwei so Aviariumskuppeln. Nicht Kuppeln. Hier, Brutgebäuden. Ist schon spät, wo ich das Voice-Over mache. Also wenn ich mich mal verspreche, seid mir nicht böse. Und jetzt ging es ein bisschen an die Deko von den Wegen. Da habe ich es eigentlich relativ identisch gemacht wie in den letzten Folgen. Wieder so ein paar Blumentöpfe in die Mitte ab und zu, dann Laternen. Und auch wieder die Bänke überall hin, wo dann auch Leute drauf sitzen. Aber ich finde die so cool, diese Bänke. Die machen den Park einfach viel belebter. Und hier bei dem Zipline-Gebäude, bei diesem kleinen Turm, da habe ich dann auch nochmal einen kleinen Zaun gebaut drumherum. Diesmal mit den Toren von dem T-Rex Kingdom. Da gibt es ja so einen Seiteneingang und da gibt es halt so ein schwarzes Tor. Das habe ich dann noch verschönert mit ein paar Laternen. Hier nochmal einen schönen Kontrast zu diesem dunklen Schwarz gemacht. Und jetzt noch ein bisschen mehr Beleuchtung hier an die Besucherläden. Und auch in die Zwischenräume zwischen den Läden noch ein paar Schirme mit Sitzplätzen. Und auch noch ein paar Bänke. Also eigentlich immer so das Übliche. Davon kann man nicht genug haben. Genauso wie Mülleimer. Hier habe ich auch nochmal die schwarze Umrandung drumherum gemacht. Und das Ganze natürlich auch wieder abgesenkt. Und diese Lichter daran gemacht. Macht schon viel aus, diese kleinen Objekte, finde ich. Also wenn man die überall platziert hat, wirkt das alles sehr viel belebter. Genauso wie sowas natürlich. Springbrunnen ist immer super. Dann hat man auch so ein bisschen Bewegung mit dem plätschernden Wasser. Und auch die Soundkulisse ist cool, wenn man da in Besucherperspektive dann lang geht. Hier noch ein paar gelbe Bäume. Habe ich auch ein bisschen abgesenkt.
und auf die Rückseite von dem Besucherzentrum. Da kam natürlich auch noch was auf diesen Platz, den ich gemacht habe. Das war sozusagen ein Mitarbeiterbereich mit ganz viel Kisten und was die nicht alles brauchen. Habe ich einfach wild durcheinander so ein bisschen platziert. Und auf den Platz natürlich auch noch ein paar Schirme. Die dürfen nicht fehlen. Und hier bei der Jurassic Tour, bei dem Eingang, da musste natürlich auch noch ein Jurassic Tour Schild hin. Aber das sollte ein bisschen besonderer aussehen. Deswegen habe ich hier mit Steinen so ein kleines Podest gebaut. So, Mann, heute schlimm mit Verreden. Aber es geht noch. Noch bin ich fit. Das Voice-Over schaffen wir noch. So, und darauf kommt ein Allosaurus. Dann könnt ihr euch sicherlich schon denken, welcher Dino gleich in das erste Gehege kommt. Genau, nämlich der Allo. Und die Musik passt wieder. Ist ja perfekt. Wir haben immer diesen spannenden Part in jedem Video. Aber jetzt gerade passt er sogar zum ersten Mal. Das Ganze habe ich dann angestrahlt mit Scheinwerfern. Hier auch nochmal um die Scheinwerfer so ein paar Steine rum. Habe ich dann immer so ein bisschen mehr in den Boden versenkt, dass die nur ganz leicht rausgucken. Und mit den Büschen und Bäumen drumherum sah das Ganze dann schon ziemlich perfekt aus. Ich habe dann auch noch manuell ein paar Büsche platziert und Bäume. Und dann das Stück zur Tour da auch nochmal zugemacht, also dass es blickdicht ist. Und dann habe ich allgemein nochmal diese ganze Landschaft drumherum ein bisschen gestaltet. Überall ein paar Felsen hin platziert. Und auch Wald. Die Strecke auch schon mal reingeführt, damit wir das vernünftig planen können. Ganz viele Büsche, das sieht man jetzt gerade kaum von oben. Und am Ende natürlich wieder an den Rändern und sowas alle Bäume manuell platziert. Diese roten Büsche, die finde ich auch echt schön, muss ich sagen. Und jetzt die Strecke schon mal ein bisschen weitergeführt, aber das war jetzt nur, weil ich hier den Eingang in das Gehege planen wollte. Da habe ich nämlich jetzt auch mein eigenes Tor sozusagen gebaut. Den Zaun bis zu den Klippen links und rechts und dann jeweils an jede Seite ein so ein Turm. Hab da auch die gleiche Höhe gemacht und dann das Ganze übergeglättet. Und dann hat man da eigentlich schon einen sehr, sehr guten Übergang zu den Klippen. Ich wollte eigentlich erst so ein Doppeltor bauen, aber habe mich dann letztendlich dagegen entschieden. Hab dann hier überall noch so ein kleines Zwischenstück eingebaut, weil ich das ein bisschen schöner fand, wenn überall so ein Balken ist, so ein dunkler. Und dann zum Übergang zwischen Turm und Klippe nochmal ein paar Felsen. Falls ihr euch wundert, wie später die Dinos, also da wird ja jetzt nicht mehr an Zaun drumherum kommen, aber falls ihr euch wundert, wie die Dinos dann dort in dem Bereich bleiben, es gibt so ein Element, was man platzieren kann, das ist einfach so eine unsichtbare Mauer sozusagen. Das habe ich jetzt in diesem Video gar nicht mit reingeschnitten gehabt, weil ich es irgendwie vergessen hatte aufzunehmen. Aber das werdet ihr, glaube ich, in der nächsten Folge dann sehen, wo ich das dann auch mal verwende. Dann kann ich euch das nochmal zeigen, was das genau ist. Jetzt wieder viel, viel Landschaftsgestaltung. Das kennt ihr mittlerweile schon. Ist ja immer relativ identisch. Büsche, Bäume, Felsen. Und auch ein bisschen mit den Terrainfarben rumspielen. Das ist auch mal sehr wichtig, dass man die Terrainfarben alle ineinander vermixt und so ein bisschen ineinander übergehen lässt. Dann wirkt das immer viel natürlicher. Das hier ist jetzt übrigens die Rückseite, also hier endet das Gehege. Da habe ich das Prinzip relativ identisch gemacht, wie auf der Vorderseite, hier den Zaun halt hin. Allerdings habe ich es hier dann mal im Wald enden lassen. Da habe ich dann auch schön Bäume vorgemacht, damit das so aussieht, als wenn der Zaun dort irgendwo auch endet. Und am Rand natürlich wieder so ein Turm. Der eignet sich halt wirklich perfekt als Übergang zu der Klippe. Und jetzt konnte ich auch die gesamte Strecke durchplanen. Und jetzt könnt ihr echt die Ausmaße von diesem Gehege sehen. Das ist sehr, sehr riesig. Aber so wollte ich es halt auch haben, dass die Dinosaurier wirklich viel Freiraum haben in diesem Park. Fühlt sich halt jetzt eher so ein bisschen so an, als wenn die Besucher eingesperrt sind und nicht die Dinosaurier.
Und dieses Feeling wollte ich halt so ein bisschen haben. Hier das Ganze dann nochmal ein bisschen übergeglättet, weil halt dort auch wieder Höhenunterschiede waren. Und jetzt seht ihr das nochmal ganz gut mit diesen Terrainfarben. Wenn man die so ein bisschen vermixt miteinander, irgendwann sieht es dann halt sehr natürlich aus. Und dann kommen natürlich auch noch wieder Felsen dazu und Büsche und Bäume und sowas. Die machen es dann halt nochmal besser. Und damit kann man zum Beispiel auch diese Übergänge nochmal ein bisschen schöner gestalten. Das ist jetzt auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz realistisch. Zum Beispiel da rechts ist es euch vielleicht gerade aufgefallen. Da ist es halt nicht so steil, dass da kein Dino rüberlaufen könnte. Aber das war mir dann im Endeffekt auch nicht so wichtig, dass jetzt da die Klippe mega krass steil ist. Hat mir dann schon gereicht, so wie es da war. Ich habe hier übrigens irgendwann auch echt viel rausgeschnitten bei dieser Gestaltung, weil das halt sehr, sehr oft der gleiche ist. Und ich wollte halt nicht, dass die Videos zu lang werden. Hier bei diesem großen See habe ich dann auch nochmal eine kleine Insel gebaut, das Land dort auch nochmal angehoben. Und auch dort dann natürlich wieder Felsen, Büsche und eingebaut. Hier an der Klippe hatten wir nochmal so eine freie Stelle, wo kein Wald war. Und da habe ich mich... Ach, hier zeichne ich erstmal noch eine andere Wasserstelle ein. Okay. So, jetzt kommen wir auf die Stelle, die ich meinte. Genau, da habe ich mich nämlich dazu entschieden, hier nochmal was Besonderes hinzumachen. Deswegen habe ich auch ein bisschen den Rasen weggemacht. Denn hier sollten Nester hin von den Alus mit Eiern. Das sind wahrscheinlich ein bisschen viele Nester und Eier, aber ja, da ist mir der Realismus auch ehrlich gesagt egal gewesen. Hauptsache, es ist halt eine interessante Stelle, wo man halt vorbeifährt und dann Nester halt zu Gesicht bekommt. Wenn da jetzt nur ein Nest gewesen wäre mit ein paar offenen Eierschalen oder so, wäre halt nicht so spannend, als wenn da 5 Nester wären. Drumherum natürlich wieder ein paar Bäume. Und das ist jetzt eigentlich schon hier so fast der Feinschliff. Das mache ich jetzt bis zum Ende noch. Und in das Gehege hier kommen Alos. Die sind auch von einer Mod. Da mache ich jetzt mal 2 Erwachsene. Und dann gibt es nämlich auch noch Baby-Varianten. Ich weiß gar nicht, kann man die variieren hier? Nee. Aber hier gibt es so eine kleinere. Nehmen wir die doch. Die passt, glaube ich, ganz gut zu den Eltern. Und der andere war mir ein bisschen zu hell, muss ich sagen. Der hier. Der passt vom Skin nicht so ganz. Dann mache ich hier noch 2 Babys. Machen wir 3 Babys? Ich glaube, wir machen 3 Babys. 2 Erwachsene, 3 Babys. Finde ich schon ganz cool. Aber dann kommt auch noch Beute rein in das Gehege, würde ich sagen. Dann nehmen wir dann einfach mal... Oh. Was ist denn hier passiert? Ach, das war ich? Oh, das... Wusste ich gar nicht, dass es geht. Autofußball. Bescheuert. Nee, ich glaube, ich würde dann Gullies nehmen. Ja, dann mache ich hier noch Gullies in das Gehege. Versuche ich dann auch nochmal ein bisschen zu variieren. Die mache ich dann mal so ein bisschen grünlicher. Mach da ein paar verschiedene Patterns. Mach da mal so eine Herde. Das Gehege ist jetzt übrigens relativ groß geworden. Also das hier ist die Umrandung. Ist halt so eine unsichtbare Wand. Also ist halt wie so ein sehr freiläufiges Gehege, würde ich sagen. Hier ist halt nur eine Mauer. Und hier vorne. Und dort können dann die Dinos rumlaufen. Sind jetzt nicht so mega krass viele, aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die halt viel Platz haben. Und dann leben halt hier die Alus und die Gullies. Hoffentlich in Einklang. Also ich glaube, ich habe Kämpfe und sowas deaktiviert, also nicht, dass die aufgefressen werden.
Ja, und das war's dann auch mit der heutigen Folge von unserem Yosemite Nationalpark. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Und jetzt seht ihr noch mal ein paar Cinematic-Aufnahmen von den Sachen, die wir heute gebaut haben.